Das kann ich kaputt machen. Oh. Peinlich, ey. Das Ding geht ja in die Luft und ich sterb einfach. Ja. Oh nein, jetzt ist der Safe wieder verbuggt. Und das ist scheiße. So, hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen, ja, hier, zurück zu Escape Yavin 4 The Lost Levels. Ich habe geguckt und habe mich schlau gemacht, wie ich jetzt oder wie wir weiterkommen. Und da wäre ich in 10 Jahren nicht drauf gekommen. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Jetzt hätte ich mich abgerackert und wäre im Endeffekt nicht drauf gekommen. Klar, es hätte hier bestimmt irgendwas mit dem Teil zu tun gehabt, aber dass hier links ein Weg ist, ja, das hätte ich erst ganz spät entdeckt. Deswegen, ja, Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der die Mod spielt. So, und jetzt muss ich hier aufpassen. Ich glaube, ich habe soweit schon alle Gegner erledigt gehabt. Das heißt, ja, ich komme mit Leichtigkeit eigentlich dann doch durch hier. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Oh mein Gott, eigentlich soll ich nicht nach hier oben, kann das sein? Ich zeige euch gleich mal, wo wir hin müssen. Da, wo der Typ steht, ne? Ah, oh, doch, sie haben mich entdeckt. Ach, Bullshit. Seht ihr? So ein Müll. Bin ich tatsächlich in die Falle getappt und da ist was von der Wand abgerissen. Ja. Habe ich ganz fies ausgetrickst. Da oben sind noch Leute, okay. Ja, der eine wird einfach mal gekillt von anderem. Läuft auf jeden Fall. Alter, wie viele Granaten der hier runterschmeißt. Das ist unglaublich. Ja, der war auch jetzt tot. So, passt mal auf. Und zwar müssen wir noch weiter nach oben springen. Was zur Hölle? War da oben jemand? Ich hoffe es mal nicht. Sonst kriegt er gleich eins hinter die Löffel. So. Ja, auf jeden Fall, wir müssen nach da oben. Das kann ich schon mal spoilern. Ist kein Geheimnis. Wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen. So, und gleich müsste auch nicht mehr so arg dolle laggen, weil dann, ja, dann ist die Sicht nicht so, sage ich jetzt mal, ausgelastet. Ja, da sind nicht so viele Partikel vorhanden. Das müsste dann eigentlich gut von der Bühne gehen. So, und der kotzt mich irgendwie schon so ein bisschen an. Deswegen springe ich da jetzt einfach mal hoch. Ah, Kacke. Ey, der soll mich einfach mal in Ruhe lassen. Ist er tot? Scheint so. Ich glaube, den haben wir erledigt. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Muss doch irgendwie gehen hier. Ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Wie geht das denn nochmal? Ist das überhaupt noch möglich, jetzt hier hochzukommen? Auf jeden Fall muss ich da durch die Tür. So. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Und nochmal hier oben drauf. Oh, meine Güte. Ich muss, glaube ich, nochmal hier hoch. Ja, sehr gut hochgegangen. Was ist echt? Das ist weiß ich nicht. Ein bisschen schwer. Ach, nicht schon wieder. Was ist das denn hier? Man kriegt so viel Fallschaden. Ich muss mich ganz schnell aus dem Wasser bewegen, weil da ist ja dieses Viech. Ah, schon irgendwie blöd, weiß ich nicht. Kaum ist man an der Kante, ja, fliegt man wieder so sofort runter. Hier. Was soll denn der Mist? Ich glaube, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich mal durch die Tür durch bin. Vor allem, dass meine Macht auch immer so schnell wieder weg ist. Das regt mich so ein bisschen auf. So, versuchen wir es einfach nochmal. Jetzt muss ich hier lang. So, und nun, theoretisch müsste ich das ja schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Gut.
Gut zu wissen. Ah, es ist scheiße. Aber das müsste doch eigentlich klappen, ne? Eigentlich ja schon. Jetzt komme ich nicht mal hier hoch. Ne, zum Rancor will ich nicht, also... Ich könnte mal schön vergessen. Ich kann aber hier hoch, ne? Muss ich das vielleicht eventuell von hier machen? Ja, ich glaube, von hier war es richtig. Jetzt kann ich nämlich, wenn ich gut bin, komme ich jetzt... ach, hier ist noch eine Plattform. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, hier geht es jetzt noch weiter. Haben wir jetzt mal den richtigen Weg gefunden, aber man kommt da nicht immer so schnell drauf. Ach nee, ne? Nö, ne? Dann lade ich jetzt nochmal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht in der Luft gespeichert. Nee, Gott sei Dank nicht. Wir müssen nämlich noch... Genau, hier müssen wir. Ja, schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Aber warum zur Hölle komme ich jetzt hier nicht durch? Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Normalerweise müsste die Tür sich ja eigentlich jetzt öffnen. Und da habe ich irgendwas übersehen. Eine Codekarte oder sowas eventuell? Okay, Leute. Tja, wir haben wohl was vergessen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut gehabt. So, leider müssen wir jetzt nochmal hier runter. Und wir müssen jetzt einmal hierhin nochmal. Durch den Gang. Da sind wir nämlich überhaupt nicht dran vorbeigegangen. Hier ist ein Schalter. Den kann man nochmal nicht betätigen. Und zwar müssen wir nämlich jetzt hier hoch nochmal. Habe ich irgendwie vollkommen ignoriert, dass hier überhaupt was ist, aber ja gut. Kommt man auch nicht immer unbedingt drauf, ne? Da ist noch einer, okay. Dasselbe Lichtschwert wie ich. Habe ich natürlich von denen geklaut. Was auch sonst. Ach, warum lecken das hier in der Richtung immer so heftig? Sehr schön. Auf jeden Fall, hier oben ist noch ein Schalter, um die Tür damit dann zu öffnen. Das sollte man eigentlich schon mal anfangen machen, aber... Mein Gott, woher soll ich das denn wissen? So, und damit geht die Tür auf, wo wir jetzt auch durch müssen. Denke ich jetzt mal, hoffe ich mal, dass das der richtige Weg ist. Aber müsste eigentlich, meine, wo sollen wir denn sonst noch hin? Ist noch ein Feind, okay. Meine rastet völlig aus. Dann können wir uns da ja jetzt hinbegeben. Meine Arme leben. Ganz kurz heilen. Die Mod ist schon, also... man sollte auf jeden Fall immer so ein bisschen Hilfe haben. Sag ich jetzt mal so ganz... Ja, so ganz allein und irgendwie... Es ist sehr anspruchsvoll und macht auf jeden Fall Spaß, aber... Ist ein bisschen schwer. Kommt auf jeden Fall mir so vor. Ich finde es auf jeden Fall nicht so... Wenn man das jetzt mit der Kampagne von Jedi Academy vergleicht, muss ich ganz ehrlich sagen... Ist das schon anspruchsvoller. So, jetzt machen wir... Jetzt gehen wir den Weg nochmal. Jetzt haben wir ja die Tür endlich geöffnet. Ich wollte schon sagen, warum ist das jetzt zu? Warum darf ich da jetzt nicht passieren? Aber ich habe nichts gesagt. Gott sei Dank habe ich das herausgefunden. Jetzt müssen wir nochmal hier hoch. Das ist... Und wie soll man darauf kommen, wenn man... Wenn man, weiß ich nicht, wenn man keine Ahnung hat. Das ist echt immer... Man muss halt immer alles herausfinden. Und schon mal so ein bisschen... Oh Gott, das war jetzt knapp. Zeit reinstecken. Und da kommt man auch erst durch, wenn man die dafür vorgesehenen Codekarten hat. Genau, die habe ich ja jetzt. Die kriegt man aus diesem Dorf da, aus dem Stützpunkt. Und nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Warum ist dann noch? Das ist so unfair. Was zur Hölle? Also da geht's ja mal richtig hart zur Sache. Sollte mich eventuell erstmal... voll heilen, aber gut. Okay, der war jetzt gar nicht so schwer, wie ich jetzt vermutet hatte. Okay. Da ist ja nur einer. Na komm. Hau ab. So, da unten ist ein Rancor. Gut zu wissen. Das ist aber nicht der... den wir schon mal gesehen haben, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das derselbe ist. Auf jeden Fall befreie ich jetzt erstmal ein paar Freunde. Ein paar Gefangene, die genauso gefangen genommen worden sind wie ich. Das ist ja unsere Hauptaufgabe in dieser Mod, ne? Kollegen retten, befreien. Na, keine Muni mehr. Boah, das hat gesessen. Ah... Das war nicht so gut. Lol, ich kann die Treppen wegspringen. Wie geil ist das denn?
Ich hab keine Muni mehr, das ist scheiße. Ich höre irgendeine Klinge. Ist hier irgendwo ein Reborn in der Nähe? Ja, ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Und gucken, was wir jetzt machen müssen. Das ist jetzt hier blind hier. Ja, der hat gleich mal so eine Waffe. Ich glaub's ja wohl nicht. Alter, übertreib halt einfach. Die Leute mit den Waffen, weiß ich nicht, die finde ich ja am heftigsten. Die spammen immer so mit der Waffe und das ist echt, das ist nicht so nett und dann machen sie dich so schnell fertig. So, hier gibt's noch ein bisschen Rüstung. Oh! Gleich 75, das ist ja... Ist ja für meine Verhältnisse eigentlich schon ganz viel. Die mag ich jetzt auch nicht so schnell verschwenden. Wette die eigentlich ab? Ja. Cool, dass man hier auch mal so ein paar Sachen zerstören kann. Das finde ich ja ganz geil. Dass man so die Map mit zerstören kann. Hier oben ist nichts mehr. Dann werde ich da unten jetzt erstmal den Reborn fertig machen. So, du bist jetzt dran. Oder ich, je nachdem. Alter, ich habe schon meine ganze Rüstung wieder verloren, mit einem Schlag. Das kann irgendwo nicht wahr sein, oder? Alter, und gleich bin ich schon wieder tot. Alter, so schlecht. Aber hier gibt es immerhin nochmal neue. Okay. Samus Aran. Soll ich mal mit dem Einhandschwert weiterkämpfen? Kann man zur Abwechslung eigentlich auch mal wieder machen, ne? Auch wenn ich das Zweihandschwert lieber mag, kann man das ja ruhig mal eigentlich wieder machen. Hier ist jetzt noch eine Tür. Mal gucken, wo die hinführt. Nirgendwo, die steht hier einfach nur zur Deko. Wie befreie ich jetzt den? Das ist eine gute Frage. Hier, das kann ich kaputt machen. Oh. Peinlich, ey. Das Ding geht ja in die Luft und ich sterb einfach. Ja. Oh nein, jetzt ist der Safe wieder verbuggt. Und das ist scheiße.